4K braucht keine Sau. Er nicht, sie nicht und du, der sein Video am Handy schneidet und anschaut, gleich dreimal nicht. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist das Bild voll verschwommen auf meinem TV-Gerät. Das ist ja auch kein Wunder, wenn du dir vor 10 Jahren im Saturn einen Flachbildschirm dran lassen hast. Für 5.500 Euro, der keine echten 4K kann. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie ruckelt das Bild so oder ich habe nur Ton, das spielt überhaupt nicht flüssig ab auf meinem Laptop. Vielleicht solltest du mal dran denken, du Depp, dass dein Laptop von 1995, auf dem noch Windows XP läuft, aufrüsten solltest. Und mit aufrüsten meine ich gleich wegschmeißen, weil zu was anderem ist der nicht mehr gut. Ja, Alter, das geht alles voll langsam. Der lädt ewig und rendern muss sich über die Nacht, ey, ich weiß auch nicht. 4K Summit in sehr kurzer Zeit. Sehr viele Daten an. Wenn du jetzt halt also mit deinem alten PC, mit einer HDD, mit 5600 Umdrehungen und 512 GB, auf der nur das Betriebssystem drauf ist und alles andere, da deine 100 GB an Daten für dein Projekt hin und her schiebst, dann ist es kein Wunder, dass das lang dauert. Da kannst du auch viel Kaffee aufsetzen. Geh davon aus, dass 99%, die schauen sich das am Laptop, am PC an, im minimierten Fenster, auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem Fernseher, der gar kein 4K kann, da merkt ihr ja keinen Unterschied, ob du jetzt 2,7K, 1440p oder 1080p aufnimmst und das anschaut. Ihr merkt keinen Unterschied. So, und jetzt können die ganzen Gescheithaberl was anders behaupten. In diesem Sinne, wenn's wollt, bis zum nächsten Video. Servus, pfiat euch, habe die Ehre, euer Danke.